Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und gut, das mit dem Vorproduzieren hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir erhofft hatte, weil ich habe das Video zum Glück, oh Gott, bin ich froh, nochmal Probe geguckt und habe dann mit Schrecken festgestellt, es hat keinen Ton drauf gehabt. Und es hieß, ich bin da gesessen, habe euch was Nettes erzählt und es kam kein Ton. Also, ja. Dann habe ich auf jeden Fall mich entschieden, jetzt nochmal eins zu drehen. Und jetzt bekommt ihr ein, wie gewohnt, ein Live-aus-Freitag-Video. Oder ein Freitagsvideo eben. Gut. Also, über was ich mit euch reden möchte, sind Veränderungen, die man schon vorher kennt. Also, die man schon vorher weiß, dass sie kommen. Und damit ich euch vorgewarnt habe, vor allen Eventualitäten, so, ich habe mir Haare gewaschen, also es könnte sein, dass meine Haare heute etwas komisch durch die Gegend fliegen. Und es könnte sein, dass ihr komische Gluckergeräusche hört. Es tut mir sehr leid, aber mein Hase hat irgendwie, ich habe ihm Korn zum Fressen gegeben und das hat sie scheint nicht so gut vertragen und jetzt gluckert ihr Magen. Und ich habe heute Urkornnudeln gegessen und die scheint ich auch nicht so gut zu vertragen. Jetzt gluckert auch mein Magen. Also falls ihr Magengluckern hört, ich schieb's immer auf den Hasen. Okay, gut. Also, was ich euch erzählen möchte, ist Veränderungen, die man vorher schon kennt und auf die man sich mental vorbereiten kann oder auch einfach moralisch. Also, ich habe zum Beispiel die größte Veränderung, die es bei mir zurzeit gab, war die, dass unser Internet umgestellt wurde. Und wir haben jetzt ein wirklich extrem viel schnelleres Internet. Das kommt jetzt auch euch zugute, weil ich habe direkt am Dienstag, ja, weil ich Sorge hatte, dass es mit dem Internet nicht alles so klappt, das Video hochgeladen. Und meine Hochladezeiten sind, ich glaube, für hundertfach weniger geworden. Ich bin jetzt von so 2 Stunden Hochladzeit auf 5 Minuten gedrückt. Und ich muss sagen, meine erste Reaktion, als das so passiert ist, war, meine Mom zu schreiben, Mom, wow, das lädt schon hoch, das soll in 5 Minuten fertig sein. Und dann hat meine Mutter so zu mir gesagt, nur weil da jetzt 5 Minuten stehen, muss es nicht 5 Minuten dauern. Aber es hat wirklich nur 5 Minuten gedauert, das war dann so, wow. Also das kommt jetzt auch euch zugute, weil jetzt gar nicht auch etwas größere Projekte schneiden, wo mehr auf die Videoqualität achten. Weil bisher konnte ich das nicht so, weil ich eben immer Sorge haben musste, dass es zu lange mit der Hochladezeit braucht. Und ich versuche euch ja schon so pünktlich um 18 Uhr, um meine Videos hochgeladen zu haben und für euch bereitzustellen. Die letzte Änderung, noch eine kleine Änderung, die bei mir gerade so ist, ist, ich befürchte, ich bekomme gerade eine Erkältung und ich merke, meine Nase ist ein bisschen zu, also falls ich ein bisschen verschnupft klinge, entschuldigt. Und ich merke es auch an sowas wie, dass ich huste. Ich neige gerade zum Husten und ich habe auch furchtbaren trockenen Hals. Gut, ja. Das war so das zu dem Thema. Jetzt gehen wir zurück zu dem Thema mit den Vorbereitungen, die Veränderungen, die man so planen kann. Also wir haben ja vor ungefähr Pi mal Daumen hieß es vor 4-5 Monaten unser gewohnter Internetvertrag wird, unser Internet-Telefonvertrag wird gekündigt aufgrund dessen, dass der sehr alt ist. Und jetzt fällt mir noch eine kleine Änderung ein, die vielleicht auffällt. Ich habe hier jetzt ein Tuch, weil ich fand immer, wenn mein Heim so vom Hintergrund dieses mich selbst spiegeln, so im Hintergrund meinen Hinterkopf sehen, das fand ich immer ein bisschen komisch. Darum habe ich da jetzt erstmal ein Tuch als Test. Und damit es vielleicht ein bisschen heller ist, damit das Bild ein bisschen heller wirkt. Sagt mir, wie ihr es findet. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Gut, wieder zurück zum Thema.
Also wir haben vor Monaten wurde uns gesagt, dass unser Internetvertrag gekündigt wird. Und dann ist bei mir erstmal und bei meiner Mom auch so ein bisschen dieses Oh nein aufgekommen. Muss das denn sein? Können sie das nicht vielleicht anders machen? Und dann haben wir auf jeden Fall versucht, mit unseren Telefonanbietern und unserem Internetanbieter zu reden. Und ja, und er hat uns dann sehr freundlich und auch sehr, sehr empfehlend und sehr, ja, ratschlagend, entschuldigt, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, gesagt, dass es leider so ist, dass die ganzen Verträge, die alten, jetzt gekündigt werden, weil es jetzt alles über die Internettelefonie geht und dadurch wird das Internet schneller, das Telefon läuft drüber, man kann wohl auch damit fernsehen, wenn man das möchte. Und ja, man hat dann halt zwei Leitungen zur Verfügung und es ist halt sicherer. Und ja, dann haben wir erstmal überlegt, was machen wir jetzt. Dann haben wir an dem Abend, als ich es dann erfahren habe, ich war so nicht die Erste, die es erfahren hat, aber ich habe es recht schnell erfahren, wenn mein Mom es mit mir besprochen hat, was ich wirklich sehr lieb von ihr fand und wo ich auch wirklich sage, ich bin froh, dass sie das gemacht hat, weil, sie hätte auch einfach sagen können, das geht dich nichts an, das ist unsere Geschichte, halt dich da raus. Und ja, ich war froh, dass sie dann mit mir drüber geredet hat, weil so konnte ich dann zum Beispiel auch schon ins Internet gehen und habe die ein oder anderen Tarife angeguckt und mal so Preisvergleiche gemacht. Habe eben für Mom recherchiert, was es da so gibt. Und so sind wir dann nicht so ganz ohne alle Infos losgegangen. Und ja, dann ist meine Mutter los und hat dann die ersten Angebote eingeholt und alles. Und ja, dann das zweite Mal sind wir los, weil meine Mom und sie hat sich dann entschieden, den zu nehmen, den Tarif. Und dann wollten wir das festmachen. Und jetzt zu dem Thema, was für euch wahrscheinlich auch schon bekannt ist, was ich schon in einem anderen Video mal besprochen habe. Dann sind wir hingegangen, wollten eigentlich nur unseren Telefontarif besprechen. Und rausgekommen bin ich dann mit einem Handyvertrag. Oh Gott, das war so eine Veränderung, die mich total erstmal... Die hat mir wirklich so gefühlt die Beine gebrochen, so weg mit so. Aber was ich gut fand, jetzt im Nachhinein betrachtet, ist mein Tarif. Also ich habe ja am 8. Dezember den Handyvertrag abgeschlossen. Und am 3. Januar, also wirklich einen Monat später, weniger als einen Monat später, habe ich den erst aktivieren dürfen. Also am 3. Januar, habe ich jetzt offiziell einen aktiven Handyvertrag. Und ja, es war für mich gut, weil ich mich so besser darauf einstellen konnte und weil ich so auch alles vorbereiten konnte, so für mich, was ich brauche, so auf dem Handy. Ich habe da jetzt ein oder zwei Sachen drauf. Entschuldigt, Sekunde. Es tut mir leid. Ja, ich habe dann auch so ein, zwei Sachen auf mein Handy getan, die ich davor nie drauf getan hätte, weil das eben einfach viel zu viel gekostet hätte und meine Prepaid-Karte leergezogen hätte. Und die kann ich jetzt eben benutzen, weil ich jetzt eben einen Vertrag habe. Und gut, das war dann so für mich diese erste Umstellung, plötzlich von diesem, man geht los und plant eigentlich nur schnell einen Internetvertrag abzuschließen und geht raus mit einem Handyvertrag. Aber es war dann so, als meine Mutter gesagt hat, was denn der erste nächste Termin ist. Und für mich wäre es am liebsten gewesen, gleich in der Woche. Aber unser Telefonanbieter, hat hier und da so kleine Probleme gehabt. Und da war dann viel mit Service-Problem. Und viele Leute wollten eben dann, dass die da kommen. Und dann haben wir eben gefragt, wann ist denn eigentlich der beste Termin so nächstes Jahr? Und dann wurde uns gesagt, am 3. Januar. Und dann haben wir eben das ausgemacht und dann habe ich erstmal angefangen, so für mich diese ganzen Sachen mit meinem Handyvertrag so zu versuchen zu sortieren, weil ich konnte in dem Moment auch gar nicht richtig so wirklich zuhören, was die
was mir die Verkäuferin da erzählt hat, ich weiß noch genau, ich habe mir so gedacht, okay, ich bin nicht gerade wirklich dabei, diesen Vertrag abzuschließen und habe dann erst, als ich daheim war, ist mir so das erste Mal der Kronleucht aufgegangen, oh Gott, ich habe das jetzt wirklich gerade getan und dann habe ich auch dieses, habe ich direkt das Video für euch gedreht, so, das war dann so meine Art, das zu verarbeiten so ein bisschen und ja, dann auf jeden Fall war es dann so, dass ich aber überhaupt keine Ahnung hatte, was kann eigentlich mein Vertrag, was steckt da eigentlich drin und was ist es eigentlich für ein Vertrag? Und ja, so habe ich dann angefangen, die nächsten Wochen damit zu verbringen, meinen eigenen, schon abgeschlossenen Handyvertrag zu recherchieren. So, im Nachhinein kann man das ja auch noch machen, geht schon. Gott, entschuldigt, aber das war wirklich so Kindergartendenken. Ja, und dann auf jeden Fall war es so, dass am 3. Ja, um die Weihnachtszeit rum haben wir dann das mit dem Handyumstellungen und dem Telefon und dem Internetumstellungen, glaube ich, einfach alles zur Seite schieben können für eine Weile. Und so zu Silvester ist es dann bei uns auch so langsam die Aufregung aufgekommen, oh Gott. Und dann habe ich mir auch schon angefangen, so Gedanken zu machen, wie, da kommen ja dann fremde Leute, die kommen dann zu uns und die stellen dann so ein Telefon rum und wie mache ich das und überhaupt und muss ich dann mit denen reden? Wollen die dann irgendwas wissen? Und was passiert? Und ich habe mich dann erstmal richtig schaller gemacht. Und dann aber irgendwann habe ich mir so gedacht, jetzt lasse ich es erstmal auf mich zukommen und warte ab. Und dann war es so, dass ich dann auch meine Pflegerin gefragt habe, ob sie an dem Tag da sein könnte. Und sie, mein Bildschirm ist gerade dunkel geworden. Und dann war es auf jeden Fall auch so, dass, oh Gott, ich laber schon fast 12 Minuten, es tut mir leid, ich fasse es jetzt kurzer zusammen. Dann war es auf jeden Fall so, dass die Bearbeiter da waren, sie waren sehr höflich und auch sehr nett. Aber für mich war es so, dass ich sagen muss, es war viel einfacher, dadurch, dass ich den Zeitplan kannte, dass ich wusste, wann die ungefähr kommen, weil ich dann einfach nicht mehr so dieses Gefühl hatte, und Dutsch, die sind jetzt da und ich weiß gar nichts, was die wollen und überhaupt und so weiter. Und dann habe ich auch ein bisschen Mom helfen können, indem ich zum Beispiel das Telefon mitgebracht habe, damit man dann Tests machen kann, weil wir haben 2 Telefonnummern und eine Faxnummer und bei uns hing sehr viel dran. Und da war es wirklich hilfreich, auch das so zu sagen. Und ich habe auch Mom hier da mal einen Zettel gereicht, wenn sie sich was aufschreiben musste. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber in dem Moment bin ich mir richtig erwachsen vorgekommen. So dieses, wenn Kinder beim Kochen den Eltern helfen und dann so das Gefühl haben, ja, ich habe Mami in der Küche geholfen, ich habe heute Suppe gekocht. So bin ich mir dann vorgekommen. Und ja, es war einfach für mich ein sehr guter Tag und ich habe dann auch später noch, weil bei meinem Tarif noch so eine Kleinigkeit aktiviert werden musste und hat bei den vielen Hotline-Anrufen, die ich getätigt habe, immer wieder geheißen, dass diese Kleinigkeit noch nicht aktiviert ist. Und das habe ich dann mit meiner Mom und meiner Pflegerin zusammen bin ich hingegangen und habe dieses Ding aktiviert, obwohl es schon aktiv war. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann sicherer gefühlt, weil jetzt dann wusste ich, dass es jetzt aktiv ist. Und ja. Das war dann eigentlich so für mich so richtig gut, weil es einfach mal eine Erfahrung war, es kommen Leute ins Haus, die ich nicht kenne, die mir nicht unbedingt geläufig sind und die trotzdem nicht zu viel verändern. Und ja, gut, jetzt muss ich eben damit erstmal klarkommen, dass unser Internet schneller ist und das ist jetzt so eine andere Sache. Aber das schaffe ich schon, glaub mir. Gut. Das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte, nämlich den Tipp von mir, wenn ihr je solche Sachen habt, wie dass Handwerker kommen oder so, dann plant es euch gut ein und macht Uhrzeiten aus und bereitet vielleicht auch schon die eine oder andere Sache vor, die wichtig sein könnte, weil ja, Unterlagen zu haben, die man dann braucht, das ist wirklich nicht gut, wenn man die erst dann in dem Moment, wo jemand da ist, suchen muss, sondern es kann manchmal helfen, die schon vorher da zu haben.
ja, ich hoffe, mein Video hat dem einen oder anderen gefallen. Das ist einfach nur so, wie es bei mir so mit der Umstellung vom Internetvertrag war. So eine kleine Geschichte, um es euch zu erzählen und mit euch zu teilen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch da schon so Erfahrungen gemacht habt. Und ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.rietmeier@outlook.com. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, tschüss!